So mancher künstliche Trabant umkreist die Erde unbemannt. So ist das eben leider heute. Keine Leute, keine Leute. Will ein Hund dich an der Kehle fassen, musst du ihn Kartoffeln schälen lassen. Denn du weißt doch, wie der Volksmund spricht, Hunde, die pellen, beißen nicht. Oder warum, du süßes Mägdelein, muss es ein Mann mit grauen Schläfen sein? Sei nicht so wählerisch, bedenke schlau, bei Nacht sind alle Glatzen grau. Man konnte früher zwischen Föhren und Kiefern Hirsche röhren hören. Doch Röhrentechnik ging verloren, längst haben Hirsche Transistoren. Es müsste Wartburgs und Schigulis, genauso wie Marmelade und Grieß, in jeder Konsumverkaufsstelle geben. Junge, dann könnte man Magen kleben. Warum, so fragt man sich in allen Staaten, sind Frauen oft die besseren Diplomaten? Weil sie bei den verwegensten Entschlüssen nie auf die Gattin Rücksicht nehmen müssen. Oder vielleicht mal sowas. Ich möchte einen Berufsstand retten. Oder zumindest möchte ich einem Berufsstand beistehen, einem unglücklichen Berufsstand. Erst das Epigramm. Ein guter Mensch fragt einen Meteor, Ologen nie, wie wird das Wetter mor? Gen nein, er fragt versöhnlicher und netter, was hatten wir denn gestern so für Wetter? Sehen Sie, da drückt sich meine ganze humanistische Gesinnung aus. Wenn ich so abends diese Menschen sehe, diese Unglücklichen, das sind doch Leute wie du und ich, die haben mal studiert, die hatten Ideale, nicht? Die nahmen Kurs auf die Wetterkunde. Und nun sind sie ihr Leben lang enttäuscht worden vom Wetter. Wenn sie die abends so sehen am Bildschirm, diese verdrossenen Gesichter, so zur Furcht. Weil die sich natürlich sagen, wenn sie am Bildschirm stehen, die Leute zu Hause, die glauben uns wieder nicht. Das macht die ganz unglücklich. Und dann gehen sie deprimiert nach Hause und dann liegt da schon mein Telegramm. Da steht dann drin, ihr Wetter hat mir wieder sehr gut gefallen. Und da sind die ganz glücklich, dann haben die noch Volkserlebnis. Das sollten sie auch mal machen. Ja, und wenn der Hering zwischen Binz und Skagen reden könnte, dann würde er sagen, Irrtum, Gabriele, ich bin die Makrele. Und zuletzt noch ein Epigramm, zu dem ich einige Anmerkungen machen muss. Es ist vielleicht mein wichtigstes, weil ich hier ein Programm ausdrücke. Es geht so. Der Kurzstreckenläufer Paul Krieger war immer der Letzte im Ziel. Doch galt er moralisch als Sieger. Er lief einen blendenden Stil. Hier drückt sich etwas aus, was ich also vom DTSB schon seit Jahren fordere, nämlich der Wunsch nach einem differenzierten Sieger. Nicht einfach den einfach nehmen, ja, der so als Erster im Ziel ist, sondern man muss ja auch beachten, was ist denn das sonst für ein Mensch, ja? Ja, also es ist doch, wir fordern doch den allseitig gebildeten Menschen, der also im Leben steht und auf vielen Gebieten gut ist. Da könnte es doch passieren, wenn wir so verfahren, wie wir bisher verfahren haben, dass der Erste, der zufällig mit Brustbreite vorn liegt, vielleicht ein Arbeitsbummelland ist, ja? Den können wir doch nicht zum Sieger machen. Vielleicht ist der 15 Meter weiter hinten liegt, ein viel wertvollerer Mensch. Nicht, der besucht vielleicht die Abendschule, ist fleißig, nicht? Das müsste doch eine Rolle spielen. Und nicht nur im sportlichen Bereich, sondern in der ganzen Gesellschaft könnte meine Methode dazu dienen, den wirklichen und würdigsten Sieger zu ermitteln, auch auf Betriebsebene. Mir sagte eine BGL-Vorsitzende in Neubrandenburg, sie hatte mich genau verstanden, Herr Stengel, Ihre Methode ist wunderbar. Schade, dass sie noch nicht eingeführt ist. Dann stünden wir als Betrieb besser da.
Wir haben im vorigen Jahr unseren Plan leider nicht erfüllt, aber unser Werkdirektor hat eine gute Figur gemacht.